Ach Mann. Nein, ist gestorben. Chicks dem Schicksal. Chicks dem Chipser. Den Schicksal. Chips dem Schicksal erlegen. Nennt mich jetzt Chicks. Schicksal. Schicksal. Oh, grausames Schicksal. Oh, Schöpfer. Grausamer Schöpfer. Bitte, sag mir was. Wat, oh, wat soll ich nur tun? Geh doch, reise doch an einen fernen Ort, zum Beispiel an ein Wattenmeer. Ich wollte es auch gerade sagen, Mano. Oh, tut mir leid. Kopf hoch, Herr Chips. Hier, nehmen Sie den von Luke. Und meine Füße. Die Kartoffeln sind nur ein bisschen gebacken. Sie schmecken bestimmt noch gut. Nur ein bisschen gebacken. Sie schmecken bestimmt noch gut. Ja. Wie wär's damit? Wählt einen vorläufigen Namen und verkauft die gebackenen Kartoffeln, bis ihr einen neuen Plan habt. Aber natürlich. Was? Ach nee, du machst das. Ups. Aha. Von nun an könnt ihr mich Watz nennen. Watz. Watson. Identitätskrise überwunden. Lass uns gehen, Luke. In Ordnung. Ja, bitte. Da liegt doch auf einmal was. Lag das da vorher? Diese blöde Ziegenfrau, seit der habe ich jetzt einen Frosch im Hals. Was, die liegt da? Die sprechen übrigens wieder. Es sieht aus wie eine Glocke. Eine Glocke? Eine Kuhglocke. Ich weiß bimmel, nicht genau, bimmel, bimmel. Dieser Glocke ist etwas seltsam. Ja, es hat das Zeichen der Illuminaten drauf. Nein, hat's nicht. Kleine Glocke zu den Gegenstand hinzugefügt. Gegenständen hinzugefügt. Was? Heda, warte! Hä? Wer ist das? Moment mal! Moment mal! Okay! Ist alles klar? Das kann nicht sein. Das ist doch die aus dem ersten Prozess. Die so grausam gestorben ist. Das ist ein Geist! Moment mal, haben wir sie nicht schon mal irgendwo gesehen? Die reden wieder, ne? Immer noch. Das gibt's doch nicht. Ich verstehe nur Bahnhof. Es kann nicht sein, dass ihr am Leben seid. Was? Ja, ich denke auch gerade so. Was? Hey, Moment mal. Das müsste ja dann heißen... Das müsste heißen, dass ja diejenige, die dieses Was in meinem Sound gesagt hat, dass sie immer noch tot ist. Bis wir andere eindeutig Beweise haben. Ja. Und wenn nicht, dann verbrennt sie. Ja, wie hieß sie denn? Genau, Belladonna. Sie haben recht, es ist Frau Donna. Ja, sie sollte doch in der Flammengrube gelandet sein. Wir haben es alle mit eigenen Augen gesehen. Ja, warum sind sie nicht in der Flammengrube gelandet? Schämen sie sich! Ich muss gehen. Wartet einen Moment, Frau Dorna. Ich möchte euch nur ein paar Fragen stellen. Ich muss gehen. Sofort. Wenn ich meine Aufgabe nicht erfülle, kann ich nicht zurückkehren. Aufgabe? Sagt uns, Frau Dorna. Luke gerade so. Au, Aufgabe! Mein Fuß!
Ja, aber warum haben sie die in der Cutscene nicht einfach, weiß ich nicht, festgehalten? Obwohl, würde ein bisschen komisch rüberkommen, oder? Inwiefern? Naja, ich meine, Luke ist neben ihr gelandet und Phoenix stand einfach nur da. Die hätten die doch einfach überwältigen können. Die ist ja eh schon da gelegen. Ja, aber sie könnte ja wieder aufstehen und weiterlaufen. Ich habe ehrlich gesagt auch erwartet, dass genau das passiert. Ich habe eigentlich schon diese Geste hier parat gehabt, so Facepalm. Aber es kam nicht dazu. Oh ja, vielleicht kommt das noch. Hoffen wir mal das Beste. Wie ist es möglich, dass ihr noch am Leben seid? Ich lebe gar nicht, ich bin ein Geist. Weißbrot! Hör auf, geh nicht. Oder nein, das ist falsch geschrieben. Sie muss einfach nur machen. Ich muss gähnen. Oh. Mano! Aha. Oh, haben Sie das gesehen? Sie. Ja, was sie. Ist verschwunden. Na, ob er sie gesehen hat. Ja, ach so, ja. Nee, sie ist verschwunden. War das der Zauber wie die aus? Ich denke nicht. Vergiss nicht, um Magie anwenden zu können, müsste sie eine Talea Magica tragen. Übrigens, jetzt ist es ganz klar, es wird Videa aus ausgesprochen. Was eigentlich klar wäre, weil wäre blöd, wenn man das Wort aus drin hat und es dann auf einmal Französisch ausspricht. Vido. Und was wäre dann Videa an? Vidan? Vidan? Das ist Englisch. Wing, wing, wie John? Vidin. Vidin, ja. Vidius. Gibt's auch einen Film, Invidious? Oh ja. Sehr gruselig. Okay, Außerdem haben wir sie keine Zauberformel sprechen gehört. Ja. Also? Sie hat keine Vorwärtsformel gesprecht. Ich habe sie aber die kleine Glocke läuten sehen. Was glauben Sie, ist der Zweck der Glocke? Herr Wright? Frau Dorner hätte im Feuer sterben müssen, aber gerade eben sah sie alles andere als tot aus. Moment mal. Maya ist immer noch tot, weil Maya ist keine Hexe. Die konnte sich nicht schützen vor den Flammen. Frau Dorner hätte das vielleicht mit der Glocke oder irgendeinem Zauber machen können. Dann besteht vielleicht noch Hoffnung. Nein, tut es nicht! Laut Logik, dass Hexen mehr können als normale Menschen. Du bist eine Hexe, ich bin normaler Mensch! Kennst du den Spruch? Geht so ähnlich und ist ein Fasszitat von Pietro Lombardi. Verstehe. Nein. So eine Zitate bringe ich nicht als Sounds. Nein. Ich werde mich hüten. In der Tat. Okay, was ist denn das nochmal? Das kann ich gar nicht abspielen. Okay, dann ist es nicht wichtig. Kaum habe ich mal was zum Rumspielen in der Hand, kann ich es nicht mehr wegtun. Ich sollte die Augen wieder aufmachen, sonst kommt mein Kopfkino durch. Was hast du das denn? Ich... Was hast du denn in der Hand, damit du mir meine Illusion raubst? Also in der rechten habe ich die Flasche von meinem Schmoothie. Was ist denn eine Flasche von einem Schmoothie? Achso, Smoothie. Ja. Ja, dein Schmoothie. Schmeckt wie bei Mutti. Genau. Ein Schmoothie wie von Mutti. Weil meine Mama schon früher immer Birnen, Bananen, Orangen und rote Beete, und es steht auch lustig unten dran, und andere Früchte ineinander gemanscht und püriert hat. Ach so. Ja, Zitronensaft ist der Rest. Na, das hätten wir jetzt auch nur draufschreiben können. Andere Früchte? Zitronensaft? Ja, bei Zutaten. Ah, und Apfel, Entschuldigung. Apfel, Birne, Banane, Orange, rote Beete, Zitrone. Oh. Muss ja lecker sein, aber die rote Beete, finde ich, passt da nicht so. Doch, überraschend. Oh.
bin so rote Beete-Fan geworden die letzten Tage. Was machst du da gerade für komische Klatschgeräusche? Du hattest ja gesagt, du hast in der rechten Hand deinen Smoothie. Was machst du mit der linken? Ich will es lieber nicht wissen. Machen wir mal weiter. Jetzt hast du auch einen Grund, das nochmal anzuschauen. Oh Gott. Nein, dann lieber nicht. Oh, ich hab. Oh Gott. Bitte, in unserer ganzen Laufbahn, tu es mir nicht an, dass du dich irgendwann mal nackt vor die Kamera stellst. Denn ich schaue mir ja die Folgen jetzt nicht unbedingt an, bevor ich sie hochlade. Und es wäre schlecht, wenn ich dann plötzlich explizites Material hochlade, ohne es zu wissen und den Ärger dafür kriege. Soll ich es wirklich nicht mehr machen? Na gut. Ja, ich wäre schon darauf hingewiesen worden, wenn in einer der letzten Folgen irgend sowas passiert wäre. Er sagt, dass es in einer der letzten war. In irgendeiner. 2012! In irgendeiner. Das würde in den Kommentaren auftauchen und mir würde man schon. Also das wäre mir jetzt schon jahrelang zur Last gelegt worden. Aber bitte, bitte, also. Ich weiß aber nicht, was schlimmer wäre, das oder deine Haarfrisur. Ja, aber die ist wenigstens nicht für unter 18-Jährige nicht geeignet. Die ist für niemanden geeignet. Das stimmt allerdings. Na, vielleicht kriege ich sie so hin, dass sie das nächste Mal aussieht wie ein Phallus. Also hier, denn das noch so ein bisschen rum, dann haben wir schon mal die. Jetzt sieht's fast aus wie ein Herz. Oh. Moment. Diese Frisur musst du am nächsten Valentinstag tragen. Ich krieg das Herz hin. Ich schaff das. So viel zu, wir kommen heute mal voran. Ja, wir kommen heute nicht voran. Ach, Mann. Ich lass es. Musst du jetzt nachher, wenn du das Ding wieder rausmachst. Welches Ding? Woher willst du wissen, was unter meinem Tisch passiert? Ich meinte das mit dem Gummi drumrum. Ja, wie gesagt, woher willst du wissen, was unter meinem Tisch passiert? Hey, look! Also, die reden immer noch, ne? Zurück zum roten Kelch. Es gibt noch einen Ort, den wir näher untersuchen sollten. Hä? Warum denn? Keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen zurück. Sophie wird das auch hören wollen. In Ordnung, verstanden. Also, wir sollen zurück zum roten Kelch. Ich weiß nicht mal mehr. Ah. Da auf der Karte, wo es angezeigt ist. Das sind schwierige Gassen. Oh! Ein Rätsel! Wer ist das denn? Oh Gott, das ist... Von der Frisur her ist das... Wer könnte das... Son Goku? Wer hat noch so eine Stachelfrisur? Igel Kirby. Igel Kirby, ja. Was zum... Seht ihr das Fass an? Es sieht so aus, als würde er sich etwas darin bewegen. Gehen wir lieber weg, bevor es uns anspringt. Oder einen Sound abspielt. Na, wenn es da in dem Fass einen Sound abspielt, dann wird es sich wohl eher selber damit bestrafen. Das steckt fest und deswegen wackelt es auch so. Nee, da ist ein Pokémon drin in diesem Wackelgras. All right, es sieht so aus, als würde es etwas... als würde hier etwas feststecken. Denken Sie, wir sollten es herausziehen? Nein, nein, nein. Wir lassen es schön drin stecken. Lass stecken. Rätsel! Oh. Bitte sag mir, dass das nicht gerade ein Kind aus dem Fass gesprungen ist. Hey, ihr! Was macht ihr mit meinem Zuhause? Moment mal! Wir haben dein Fass nicht angerührt, wir haben nur darüber gesprochen, es anzufassen. Ihr habt es angefasst! Ich habe es gesehen! Finger weg! Ihr werft Müll! So ein Unfug! Leute gehen vorbei, denken, oh, Fass für Müll. Oder denken,
fast zum Anlehnen. Hm. Naja, es ist ein Fass, Junge. Und jetzt kommt Fass vor und der denkt sich, oh, Fass zum Anpinkeln. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, vielleicht ab und zu aus dem Fass herauszukommen?